Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem Air of Light Video. Wir werden heute durchgehen, wie ihr eure Einheiten richtig ausrüsten könnt. Das ist eine Frage, die in der Community sehr oft da ist, die man immer gefragt wird. Es ist eigentlich nicht so schwer. Wenn man einmal dahinter kommt, ist es dann auch super, super einfach. Und das Ganze will ich mit euch eben einmal durchgehen. Kleine Erinnerung an euch, Leute. Falls ihr vorhabt, irgendwie Geld in das Game reinzustecken mit Google Play Karten oder in ein anderes Game, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr den Amazon Ref Link nutzen könntet, der in der Beschreibung ist. Denn damit könnt ihr den Kanal einfach unterstützen. Ich mache hier die Videos ohne irgendwelche YouTube-Werbung oder sowas, einfach weil ich Bock dran habe. Aber wie gesagt, falls ihr wie vorhabt, ein bisschen Geld ins Spiel reinzustecken, könnt ihr mich dann damit auch unterstützen. Kommen wir dann jetzt aber zu unseren Dienern. Oh Leute, guck mal, ganz cool, ich habe meine Feuer-Halel jetzt auf 70 auch nochmal bringen können. Fangen wir mal mit DPS-Einheiten an, denn das sind eigentlich meistens die Einheiten, wo man am Anfang am meisten Zeit reinsteckt. Zwei Informationen vorher. Erstens, ihr seht bei jeder Einheit, hier, dass etwas gehighlightet ist. Ne? Hier ist es der Kopf, hier sind es die Füße und so weiter. Wenn ihr ein Set-Boni auslöst über diesen Slot, ihr seht hier, ich habe so oder so 8-mal Eruption drinne, dann wird der Bonus erhöht. Wir haben hier 27% anstatt 25%, weil dieses Feld hier gibt mir 27%. Hier genau dasselbe. Nee, das deckt sich alles gegenseitig hoch mit den jeweils 27%. Warte mal, mir fällt gerade eine Sache auf. Ach so, nein. Ja, ihr könnt das auch mehrfach hochstacken, ne? Weil ich ja hier in allen Slots Dingens drin habe, kriegt mein Tank 17% HP mehr drauf. Hier habe ich actually Kacke gebaut. Hier kann ich sogar nochmal mehr rausholen, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich den Kopf austausche gegen Blatt, kann ich nochmal ihre Crit-Chance erhöhen. Aber ja, das heißt, wenn ihr euren Dienern Gear geben wollt, versucht immer Set-Bonis über dieses Feld auszulösen, denn Prozente sind eigentlich immer ganz nice, ne? So, dann die zweite Sache ist CP, Leute. Ihr seht hier, meine Bluff hat eine CP von 70.452. CP ist ein unnötiges Pimmelmessen, was nicht unbedingt sein muss. Damit ihr es wisst, meine Bluff scaled mit Speed. Das heißt, Werte wie Attack sind nicht ganz so wichtig für mich. Und wenn wir mal eben Gear ändern. Ich mach mal Dingens einfach. So. Ich muss beim selben Set bleiben, damit die Set-Bonis bleiben. Denn die haben auch Auswirkungen drauf, ne? So, das ist das, was ich habe. Wir haben Speed, Widerstand, Crit-Chance, HP, Attack, Attack. Jetzt haben wir das Ding hier. Ich bekomme 1445 CP drauf. Ich verliere 7% Widerstand. Ich verliere Crit-Schaden. Ich bekomme mehr Crit-Rate und meine Bluff ist bereits overcapped. Davon muss ich auch noch mal ein bisschen was loswerden. Ich verliere Speed, der mein Haupt-Damage-Wert ist. Ich bekomme ein bisschen Death. Der Stat ist ein bisschen irrelevant für mich. Ich kriege Attack und ich verliere Leben. Overall gesehen ist dieser Change behindert. Denn ich verliere Crit-Schaden und ich verliere Speed. Das sind meine wichtigsten Werte. Ne? Crit-Rate ist irrelevant, da kriege ich was drauf, aber ich bin bereits overcapped. Diese drei Werte hier sind die wichtigsten für mich, aber ich bekomme CP drauf. Wenn ich ihr diesen Hals gebe, würde sich meine CP erhöhen, meine Einheit würde aber schwächer werden. Lohnt sich nicht, ja. CP ist ein reines Pimmelmessen. Der einzige Ort, wo das wirklich was bringt, ist hier, wenn ihr in diese Elementar-Dungeons reingeht. Bei Nummer 11 von 12, ne? 13.000 CP brauchen meine Diener hier. Und 7.000 brauchen sie hier. Von daher, ist irrelevant. Okay, Leute. Das Einzige, was ihr wissen müsst, das Erste, was ihr wissen müsst, ist, womit skaliert meine Einheit. Ihr geht einfach auf die Skills drauf und könnt das hier sehen, ne? Fügt Schaden proportional zu Speed zu, ist dann im Normalfall alles. Dann habe ich hier solche Einheiten, da steht nichts dran, ne? Einfach nur, was das macht. Solche Skills, Leute, skalieren immer mit Attack. Außer bei der Ulti, da steht es irgendwie immer mit dran. Fügt bei Skillverwendung 7700 Schaden zu, ist proportional zu Attack. Dann haben wir Death-Based Einheiten. Fügt Schaden proportional zur Death zu. Und das war's, oder? Speed, Base, Attack, genau. Und dann gibt es noch Armor-Ignore-Einheiten. Da steht dann, meistens ist es dann an sich, glaube ich, nur die Ulti. Ich weiß nicht, ob es normale Fähigkeiten gibt, die auch Armor-Ignore sind. Vielleicht bei Dingens-Units, Light oder Dark oder so. Fügt 2464% Schaden zu, der die Death des Feindes ignoriert. Okay. Mit Ausnahme von diesen Armor-Ignore-Einheiten ist jede DPS-Einheit dasselbe. Ihr nehmt den Hauptwert, Speed, Base, Speed, Death oder Attack, haut Crit-Chance und Crit-Rate dazu. Und das war's schon. Da könnt ihr noch jeweils andere Sachen nochmal als Viertens draufpacken, wenn ihr irgendwie da reinkommt. Zum Beispiel bei meiner Bluff will ich Speed haben, sie ist Speed-Base, Crit-Chance, Crit-Rate. Und wenn ich kann, nochmal ein bisschen Attack rein.
Ja, wenn ich meine Camilla nehme, will ich Death haben, Crit Chance, Crit Rate und wenn ich kann, nochmal ein bisschen Speed. Wenn ich meine Attack-Based Einheit nehme, will ich Attack haben, Crit Chance, Crit Rate und wenn ich kann, nochmal ein bisschen Speed. Wenn ich jetzt aber eine Armor-Ignore-Einheit habe, dann ist eine Sache ganz wichtig, die ihr wissen solltet, das habe ich am Anfang auch nicht gecheckt. Solche Einheiten können nicht critten. Armor, also die Einheit selbst kann schon critten, aber Armor-Ignore selbst kann nicht critten. Ich habe hier immer einen Festwert an Damage. Und das ist 2464% meiner Attack wird immer als Damage rauskommen. Es sei denn, ihr spielt gegen jemanden, der ein Potential hat. So wie hier meine Rem. Death ignorieren Widerstand. Ne? Ich habe eine Chance, dass ich einen Hit, dass der nicht Death ignore wird. Ich weiß nicht, ob ich hier sonst noch irgendwie was habe, was in die Richtung geht. Ich glaube nicht, oder? Doch, hier nochmal Death ignorieren Widerstand. Ne, das kann sich hochsetzen. Ich weiß nicht, ob man den Damage selbst von Armor ignore senken kann. Aber so eine Einheit wie mein Anku zum Beispiel, da will ich Attack drauf haben und Speed. Wenn ich Crit Chance habe und Crit Rate, yo, cool, ne? Aber bringt mir nicht so viel. Denn das hier ist der Hauptgrund, wofür ich ihn benutze, der Armor Ignore. Und der kann nicht critten. Kann man machen, aber muss nicht sein. Ja? Okay, dann haben wir hier als nächstes. Oh, warte, die habe ich völlig vergessen. Es gibt eine auch noch, die Scale mit Max Health. Fügt Schaden proportional zu den Max-HP des Feindes zu. Hier ist auch eine Sache ganz wichtig, da habe ich super lange gebraucht, um das zu checken. Das Ding scaled, also es scaled schlecht mit HP, mit Attack meine ich. Klar Leute, meine Bluff scaled auch mit Attack, das bringt ja auch was, aber nicht so viel. Max-HP-Einheiten wollen hauptsächlich Crit-Chance und Crit-Rate haben. Das ist das... Genau, das ist das Wichtigste. Das heißt, bei solchen Einheiten zum Beispiel, die würdet ihr Chaos-Gear geben wollen, sodass der Crit-Schaden hochgeht. Solche Einheiten verwendet ihr meistens aber auch nur in hohem Abaddon oder in World-Bossen oder sowas, weil die da komplett reinböllern. Aber hier, ihr habt hier gesehen, ich gebe ihr komplett Crit-Rate, liegt aber auch daran, dass ihre Passive halt ist, ich habe erhöhten Crit-Schaden. Das heißt, wenn ich nur critte, kriege ich halt nochmal 50% Dinges mit dazu und ja. Okay, okay, kommen wir zu den Heilern. Heiler sind meistens ganz einfach. Mit Heilern wollt ihr meistens... Also ich will hier jetzt nicht wirklich über PvP großartig reden. Ja, denn das ist ein anderes Thema. Aber als Heiler wollt ihr Speed und Leben haben. Ihr seht hier, ich habe ihr Speed gegeben und Leben. Aus dem ganz einfachen Grund, das hier. Die Heals skalieren immer mit dem Leben, was euer Heiler besitzt. Das heißt, wenn ich ihr mehr Leben gebe, heilt sie mehr. Ganz einfach. Ja, ganz einfach. Deswegen mache ich das so, Speed auch nochmal, damit wir unsere Spells ein bisschen mehr consistent spammen können. Gibt es nicht viel dazu zu sagen. Ich weiß nicht, ob es bei Heilern irgendwas Besonderes gibt. Ich habe nur sie als Heiler, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe, glaube ich, niemand anderen. Von daher kann es sein, dass da es vielleicht ein paar Ausnahmen gibt. Aber an sich Speed mit Leben. Alles andere ist Boni. Alles andere ist Boni. So. Dann haben wir Supports, Leute. Und bei Supports gibt es zwei verschiedene. Wir reden hier nicht über PvP, ganz wichtig. Wir haben hier einmal die Dot-Supports. Über die haben wir beim oben Video schon mal geredet. Hier wollen wir darauf achten, dass Accuracy da ist. Ja, im Normalfall wollt ihr dort Accuracy mit Speed kombinieren. Accuracy ist dafür da, dass eure Debuffs eher treffen. Also das ist eine höhere Chance, dass der Debuff ausgelöst wird. Und so eine Einheit wie die Blavatsky zum Beispiel will dotten. Ne? Wir haben hier 70%ige Chance, in dem Fall 15 Sekunden lang Feuerschaden zuzufügen. Und hier auch nochmal eine Chance, Licht- und Dunkelschaden zuzufügen. Das heißt, sie braucht keinen Attack, sie braucht keinen Crit Chance, sie braucht keine Crit Rate. Sie will einfach nur den Dot treffen. Und deswegen brauchen wir Accuracy, dass wir wirklich eine höhere Trefferchance haben. Und Speed, damit wir in der Lage sind, die Dots konstant durchzuspammen. Ja? Dann haben wir noch Einheiten wie Spiegel. Der ist ein reiner Buffer eigentlich. Er kann auch debuffen. Ne, wir haben hier eine Chance, dem Gegner vom Heilen aufzuhalten. Und wir haben hier einen Death Break, wenn ich mich nicht irre. Sonst hat er hier einen Buff. Ne, erhöht die Attack aller Leute und nochmal einen Welleneffekt. Erhöht die Death der Leute des eigenen Teams und gibt nochmal Healing over Time. Und hier nochmal einen Speed-Welleneffekt. Bei solchen Einheiten, Leute, ganz ehrlich, ist am besten Kette oder Wind am besten. Werdet ihr als Anfänger wahrscheinlich eh nicht farmen, aber wir haben hier eine Chance, die Abklingzeit zurückzusetzen, wenn er eine Fähigkeit macht, oder halt hier eine höhere Chance, dass das Sekundärmal ausgelöst wird, denn
Ich brauche Spiegel für nichts anderes. Ich meine, er ist jetzt kacke ausgerüstet, weil ich mich um meinen niemals gekümmert habe, wenn ich ehrlich sein soll. Ich brauche ihn auch nicht wirklich. Das Einzige, wofür ich ihn habe, ist, dass er halt seine Passive auslöst. Aber falls ihr Supporter habt, die in diese Richtung gehen, dass ihr wisst, wie ihr sie zu bauen habt. Tanks noch. Ja, bei Tanks gibt es zwei verschiedene Arten von Tanks. Es gibt den HP-Tank und den Death-Tank. Es gibt ja so ein paar Spezialeinheiten, zum Beispiel wie der Wasser-Anku, der nochmal seine extra Death erhöhen kann und so weiter. Aber im Normalfall stellt euch die Frage, mache ich PvP oder PvE? Ihr seht hier meine Rem zum Beispiel. Meine Rem hat HP, HP, HP und Death drin. Warum? Ich benutze sie für PvP. Im PvP gibt es ganz viele Einheiten, die Armor Ignore haben. Die ignorieren eure Rüstung, deswegen stackt man hier einfach nur scheiße viel Leben an, sodass sie nicht gewone-shot werden. Sind nicht alle, aber sind viele. Im PvE ist es so, wollt ihr eher Def-Def-HP haben. Also da wollt ihr mehr Wert auf Def legen, anstatt auf HP. Warum? Ihr seht dort nicht wirklich oft Armor-Ignore-Gegner. Und selbst wenn euch ein Gegner einen Def-Break gibt, also der eure Def um 5 runternimmt, ist das kackegal, könnt ihr meistens wegcleansen. Also im weiß ich nicht. Ihr könnt da einfach Death stacken. Das ist meistens viel, viel einfacher. Aber ja, Leute, ich glaube, ich sollte damit auch alle Einheiten haben oder Einheitentypen haben. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe, das Ganze konnte euch helfen. Und ja, das war's dann noch von mir. Ich bin dann auch erstmal weg. Tschö, tschö, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.